Willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer weiteren Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Alexander Börsch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um Lieferketten. Genauer gesagt geht es darum, wie Unternehmen mit globalen Lieferketten die Corona-Krise sowie den Krieg in der Ukraine erlebt haben und welche Learnings man aus diesen Krisen ziehen kann. Wir besprechen, welches die derzeitigen Herausforderungen im Bereich Lieferketten sind und welche Rolle Digitalisierung spielt und noch spielen kann. Ebenso geht es darum, wie attraktiv der Standort Deutschland noch ist, ob die Gefahr der Deindustrialisierung real ist und was die wirtschaftspolitischen Themen für die deutsche Industrie sind. Mein Gast zu diesem Thema ist René Gutjons. Herr Gutjons ist seit mehr als 10 Jahren Managing Director bei der Bauer Maschinen GmbH. Dort ist er verantwortlich für alle Geschäftsbereiche und das Produktportfolio, den Einkauf, die Supply Chain und das Thema Digitalisierung. Die Bauer Maschinengruppe entwickelt, produziert und vertreibt die gesamte Palette an innovativen Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Dabei stützt sie sich auf ein internationales Netzwerk aus Produktionsstandorten in Europa, USA und Asien. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ich begrüße euch heute wieder aus München und am anderen Ende der Leitung ist mir René Gutjons zugeschaltet. Herr Gutjons, herzlich willkommen beim Future Talk. Hallo Herr Börsch, hallo an alle Zuhörer. Wir wollen uns ja heute über Lieferketten unterhalten und wie sich Lieferketten verändert haben und sich wahrscheinlich auch noch verändern werden. Nun sind ja Lieferketten erst mit der Pandemie zu einem breit diskutierten Thema geworden. Davor war das kaum Material für Dinnerparty-Gespräche. Wie international sind denn die Lieferketten in Ihrem Unternehmen bei Bauer aufgestellt und wie haben Sie in der Hinsicht die Pandemie erlebt? Wir als Bauer sind weltweit aktiv und unterwegs. Wir haben im Moment in der Gruppe ein Einkaufsvolumen von ca. 410 Millionen Euro mit Standorten in den USA, in Brasilien, in der Vergangenheit auch in Russland, in Deutschland, insbesondere aber auch in China und in Malaysia sind wir natürlich darauf angewiesen, unsere Supply Chain und unsere Lieferketten sehr international aufzustellen. Nichtsdestotrotz, als kleiner und mittelständisches Unternehmen sind wir natürlich auch auf Händler angewiesen, sodass wir, wenn man sich die rein Formalkriterien anguckt, nur 20% unseres Beschaffungsvolumens international beschaffen. Das ist also die direkte internationale Quote. Wenn ich jetzt aber einen Schritt weiter nach unten gucke und schaue, wo kriegen unsere Händler ihre Materialien her? Und ein gutes Beispiel ist unsere Stahllieferanten. Wir kaufen bei Händlern in Deutschland ein. Die beziehen ihren Stahl natürlich außerhalb Deutschlands, innerhalb Europas oder weltweit, sodass wir sicherlich, wenn wir das mal in die Tier-2-Quote oder Tier-3-Quote umrechnen, sicherlich über 60-70% international kaufen. Und für uns war das Thema Lieferketten natürlich immer schon ein Punkt. Auf der einen Seite aus einer Kostensicht, auf der anderen Seite natürlich auch aus einer Liefersicherheitssicht. Aber Sie haben natürlich recht, mit der Pandemie sind neue Herausforderungen auf uns zugekommen und so rückblickend kann man eigentlich sagen, wir waren seit 2020 in einem Taskforce-Modus. Das heißt, statt kontinuierlich eine Organisation zu entwickeln und sauber zu strukturieren und die Geschäfte abzuwickeln, haben wir unsere Organisation eigentlich so umgestellt, dass wir eine Katastrophe nach der anderen managen konnten. Und das hat sich dann mit Ende Corona, als alle angefangen haben, leicht auszuatmen und gedacht haben, okay, jetzt kommen wir wieder in einen normalen Prozess, ging dann der Krieg in der Ukraine los, sodass wir im Prinzip bis Ende 2022 komplett fokussiert darauf waren, die Teile zu beschaffen, die Preisentwicklung halbwegs im Rahmen zu halten und erst jetzt wieder anfangen können, systematisch und strukturiert über unsere Prozesse nachzudenken. Und insofern hat die Pandemie und dann die anschließende Ukraine-Krise, die ja immer noch läuft, schon ziemlich
hohes Maß an Belastung auf unsere Einkaufsorganisation gelegt. Und eins der großen Themen, die wir gelernt haben, und ich habe es schon gesagt, wir haben zwar nur 20% offiziell internationale Sourcing-Quote, aber die Transparenz, wo kommen die Teile her, wo beziehen unsere Lieferanten ihre Teile, das ist ein Punkt geworden, den wir so bisher auch nicht auf der Agenda hatten. Und das war, glaube ich, für uns das größte Thema. Haben denn dann Ihre Lieferketten gehalten in diesem Taskforce-Modus oder war das tatsächlich, dass Ihnen dann wirklich wichtige Teile öfters mal gefehlt haben? Also gefehlt haben sie, aber, und da Komplimente auch an unsere Einkaufsorganisation, aber auch an unsere Lieferanten. Wir haben, kann man sagen, mit vielen Kopfständen und Hängen und Würgen es geschafft, durch die Krise so durchzufahren, dass wir jetzt keinen Verkauf oder keinen Umsatz verloren haben durch Nichtverfügbarkeit. Das war natürlich ein Verständnis auf der Kundenseite, dass wir Maschinen verschoben haben. Wir haben teilweise aus bestehenden Maschinen Teile und Komponenten ausgebaut und in dringendere Maschinen eingebaut. Wir haben auf Alibaba und eBay Teile gekauft. Also jeder, der sich in den letzten 2, 3 Jahren mit einer Einkaufsorganisation beschäftigt hat, wird diese Themen alle auch sehr gut kennen. Insofern, ja, war eine sehr große Belastung und ist es teilweise auch immer noch, aber wir haben es hinbekommen. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass eine höhere Transparenz eins der wichtigsten Learnings ist, die Sie aus den, es waren ja zwei Großkrisen oder es ist ja noch eine Großkrise mitgenommen haben. War das das wichtigste Learning, beziehungsweise gibt es noch andere, die Sie nach wie vor jetzt beschäftigen oder wo Sie auch eine andere Strategie vielleicht fahren? Ja, also Transparenz ist auf jeden Fall das eine. Also tatsächlich bei kritischen Bauteilen einfach nochmal zu schauen, wo kriegen unsere Lieferanten ihre Teile her? Was steckt da drin? Einfach eine höhere Sensibilität auch auf Krisenherde um die Welt herum. Aber was wir auch gelernt haben, ist, ich kann nicht für jedes Teil. Und wir haben etwa 83.000 aktive Materialnummern. Ich kann nicht für jedes dieser Teile eine Risikostrategie machen und eine Risikobewertung machen. Das heißt, ich muss mir schon anschauen, was sind die kritischen Komponenten. Und für die muss ich genauer hinschauen, deutlich stärker strukturieren. Wie sehen meine Bestände aus? Wie sehen meine Lieferanten aus? Kann ich Alternativlieferanten ausbilden? Das ist das eine, was wir auf jeden Fall gelernt haben. Das zweite ist, wir haben auch gelernt, dass es Lieferanten gibt, die eher gemeinsam mit uns an dem Problem gearbeitet haben. Aber es gab auch Lieferanten, die in erster Linie sich selbst optimiert haben. Und das hat sicherlich auch langfristig Konsequenzen. Und das ist, glaube ich, für uns der wichtigste Punkt. Wir haben gelernt, dass wir unsere Prozesse in der Einkaufsorganisation, aber auch in den angrenzenden Bereichen, in der Produktion, in der Entwicklung so aufstellen müssen, dass wir im Krisenfall sehr schnell reagieren können. Also wenn Ihnen ein wichtiges Steuergerät ausgeht und der Lieferant sagt Ihnen, ja, wir können Ihnen nicht helfen, wir würden gerne, aber es gibt halt nichts, dann müssen Sie als Organisation in der Lage sein, sehr schnell Alternativen zu finden, wenn es überhaupt möglich ist. Also statt einer Standardlieferantenkamera für die Rückfahrtechnik unserer Geräte schauen, ob es nicht auch mit einer GoPro gibt, die man, ich sag mal, bei Mediamarkt zu kaufen kriegt. Also ist jetzt sicherlich überspitzt dargestellt, aber die Organisation in die Lage zu versetzen, mit solchen Themen zu arbeiten, ist, glaube ich, für uns neben dem Thema Transparenz in den Lieferketten das Wichtigste. Weil Sie wissen es heute nicht, welche Teile Ihnen morgen fehlen. Am Anfang haben wir sehr stark über Stahl geredet, als das Azov-Stahlwerk zerstört wurde und bombardiert wurde und haben intensiv Stahl beschafft. Das hat sich im Laufe der Zeit als ich will nicht sagen Non-Event, aber als ein geringeres Problem herausgestellt. Dann haben wir auf einmal Steckerverbindungen für Kabel gefehlt, wo man denkt, okay, die kriege ich im Baumarkt für 2,50 Euro. Und insofern bei kritischen Komponenten schauen, welche
Welches Risikoprofil habe ich? Gibt es Alternativstrategien? Ansonsten die Organisation in die Lage versetzen, dass sie mit diesen Themen umgehen kann. Jetzt sind ja zusammen mit der Krise sind ja neue Indizes aufgetaucht, die den Druck auf die Supply Chain messen wollen. Also der bekannteste sicher von der New Yorker Fed, der Supply Chain Pressure Index. Und wenn man diesen Indizes glaubt, dann ist ja der Druck auf die Lieferkette seit Anfang des Jahres sehr deutlich zurückgegangen und wir wären jetzt so ungefähr wieder auf Vor-Corona-Niveau. Ist das tatsächlich so? Hat der Druck nachgelassen oder hat er sich in gewisser Weise nur in Richtung anderer Bereiche verschoben? Das ist sehr gut beobachtet. Was wir sehen, ist, dass natürlich die Verfügbarkeit der Teile und Komponenten deutlich stabiler ist als noch vor einem halben Jahr. Es gibt aber nach wie vor auch in unserer Organisation eine große Unsicherheit und man hört viel genauer hin als in der Vergangenheit, wo unter Umständen Probleme auftauchen können. Und vielleicht ist das auch tatsächlich einer der Gründe, warum es zu einer weiteren Entspannung geführt hat. Aber Sie haben recht. Was wir halt jetzt sehr deutlich sehen, ist das ganze Thema Preise, weil das hat in den letzten anderthalb Jahren, ich sag mal, nur eine zweite Priorität gehabt. Da ging es erstmal darum, die Teile zu bekommen. Ich will nicht sagen, koste es, was es wolle, aber jetzt sehen wir halt, dass wir gerade, wenn wir langfristige Lieferverträge haben, unsere Lieferanten auch durchaus zu Recht sagen, wir müssen jetzt irgendwann mal die Inflation, die Materialpreiserhöhung reintun und wir sind im Moment sehr intensiv dabei, das ganze Thema Pricing für unser Beschaffungsportfolio zu managen. Und da ist der Druck jetzt natürlich auch ein gewaltiger. Das wäre jetzt, sehen Sie so, also Preise im Moment als die größte Herausforderung in der Lieferkette. Würden Sie sagen, das ist für die deutsche Industrie insgesamt im Moment das große Thema in dem Bereich? Also wenn ich sage kurzfristig, auf jeden Fall, dass das Thema Verfügbarkeit von kritischen Teilen und Komponenten und Zugriff auf Schlüsseltechnologien ist sicherlich mittelfristig das Thema, was uns intensiv beherrschen wird. Also wir sehen, dass, wenn man sich Batterietechnik anschaut, sehr viele Entwicklungen außerhalb des europäischen Raums stattfinden. Und die Frage ist, wie konkurrenzfähig können wir dann als europäisches oder als deutsches Unternehmen auf dem Weltmarkt einkaufen, wenn wir es nicht schaffen, hier in Europa oder in Deutschland eine wettbewerbsfähige Industrie aufzubauen. Und das ist eigentlich das, wenn man über die mittlere und längere Zukunft redet, eine große Herausforderung für uns. Und da entsteht auch ein hohes Maß an Unsicherheit im Moment. Ein anderer Bereich, der ja durch die Krise so einen großen Aufschub gekriegt hat, war ja das ganze Thema Supply Chain Tech. Was ja letzten Endes heißt, Digitalisierung der Lieferkette, um Transparenz zu erhöhen, um eine bessere Steuerung zu ermöglichen. Wie sehen Sie da die aktuelle Lage in Deutschland? Also wie weit sind die Unternehmen im Moment und wo könnte es da noch Luft nach oben geben? Ich glaube, das kommt auch ein Stück weit drauf an, über welche Unternehmensgröße, über welches Produktportfolio wir reden, über welches Beschaffungsvolumen. Ich glaube, Für große Unternehmen, jetzt Automobilindustrie oder unter unsere anderen Großunternehmen, die eine Just-in-Time getriebene Supply Chain haben, ist natürlich das Thema Transparenz auch über mehrere Ebenen immens wichtig und auch das Thema Vorhersagegenauigkeit, wann kommen die Teile, in welcher Qualität, wie sicher ist das, welche Risiken habe ich, sehr groß. Für uns ist es insbesondere in der Kommunikation zum Lieferanten sehr wichtig. Also ein Datenaustausch über Bedarfe, ein Datenaustausch über Risiken ist notwendig. Wir sind im Moment aber noch an einem Punkt, wo wir bei kritischen Komponenten tatsächlich noch einzelne Themen wirklich persönlich diskutieren können und mit der berühmten Excel-Tabelle auch arbeiten müssen. Das ist wahrscheinlich noch aus dem Taskforce-Modus heraus. Aber für uns ist natürlich auch wichtig, kurzfristig und vor allen Dingen mittelfristig das Thema deutlich stärker zu digitalisieren. Was ich im Moment tatsächlich noch nicht einschätzen kann, ist das Thema KI, AI, wie das auf die Supply Chain wirkt. Ich glaube, wenn ich große, komplexe Lieferketten habe,
dann kann ich da über Marktdaten, über künstliche Intelligenz sicherlich die Risikoprofile mittel- und langfristig viel besser ermitteln. Und ich glaube, das kann noch ein sehr, sehr großer Hebel sein, um die Vorhersagegenauigkeit deutlich zu erhöhen und da Schwächen aufzuzeigen. Für uns ist das ein Thema, was wir mit Interesse verfolgen, bei unserer Größe und der Menge, die wir beschaffen und vor allen Dingen auch der hohen Varianz. Ich hatte schon gesagt, wir haben irgendwo 83.000 verschiedene Materialnummern. Ist natürlich schwierig zu sagen, okay, ich lege jetzt eine KI über ein Steuerungsgerät, was ich zweimal im Jahr brauche. Aber ich glaube, wenn man generell über das Thema digitale Supply Chain, digitale Lieferketten guckt, wird das einer der Hebel sein, wo es sicherlich die nächsten Jahre noch einige Grundveränderungen geben wird. Sie haben ja eben schon die mittelfristige Perspektive angesprochen und so ein bisschen auch die Zukunft Deutschlands in dem Zusammenhang. Wir hatten im Frühjahr hatten wir eine Studie gemacht zum Thema Supply Chain. Es war eine Befragung und da haben wir gesehen, dass die Attraktivität von Deutschland unter Supply Chain-Verantwortlichen eher negativ gesehen wird und dass tatsächlich fast die Hälfte die Industrialisierung als hohes Risiko gesehen hat. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie diese Gefahr? Sehen Sie so eine schwindende Attraktivität Deutschlands als Standort im Moment? Ja, da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, gerade als Mittelstand, der in der Region verwurzelt ist, der aber aus der Region heraus sehr international arbeitet, wir profitieren natürlich immens stark von unseren guten Strukturen, auch von den lokalen Lieferanten, von den Lieferanten in der Nähe, von den bestehenden Beziehungen und Netzwerken, von unseren guten Mitarbeitern vor Ort. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass uns so ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Also Bürokratisierung und Regelungswut, steigende Energiekosten, das Thema Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern und der Zugang zu kritischen Ressourcen und Rohstoffen sind natürlich Punkte, wo wir schon in anderen Beschaffungsmärkten ein deutlich attraktiveres Package sehen. Und das wird sicherlich auch, wenn wir da nicht als Land oder als europäische Region dran arbeiten, einer der Haupttreiber werden, warum wir uns entscheiden werden, auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht eben nicht mehr in Deutschland zu sourcen oder auch zu produzieren. Aber das ist im Moment ein Prozess und ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das Thema Geschwindigkeit der Anpassung an diese neuen Spielregeln wird darüber entscheiden, ob es zu einer starken oder zu einer, sagen wir mal, weniger starken Deindustrialisierung von Deutschland kommen wird. Und wie gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich glaube, da gibt es schon noch eine Chance. Jetzt hat man ja im Moment das Gefühl, dass die Lieferketten generell vor einem ziemlich radikalen Umbau stehen. Also zum einen die Krisen, wir haben eine völlig andere geopolitische Lage nach dem Krieg. Und es gibt ja verschiedene Optionen, was man da machen kann. Also man kann versuchen, Produktion zurückzuholen, man kann versuchen, sie in benachbarte Länder zu holen oder man versucht eher in zumindest politisch befreundete Länder zu gehen, also das inzwischen berühmte Friendshoring zu machen. Sind das strategische Themen schon für Sie oder sagen Sie, das müssen wir uns erstmal genauer angucken, wie sich das alles entfaltet? Ja, beides stimmt. Also es ist ein strategisches Thema, weil das wird sicherlich die Supply Chain und die Lieferketten der nächsten Jahre beeinflussen. Wir schauen uns das sehr intensiv an. Natürlich schaut man sich als Unternehmen kontinuierlich seine Lieferketten an, aber das sind jetzt halt andere Parameter auf einmal in der Priorität nach oben gegangen, die man so bisher eigentlich gar nicht berücksichtigt hat. Wir prüfen das sehr intensiv. Gerade das Thema China ist natürlich überall diskutiert und kann ich diesen Beschaffungsmarkt substituieren. Für uns direkt ist es wahrscheinlich kein so großes unmittelbares Problem, weil wir eben auch auf eine Händlerstruktur zugreifen. Aber ich sag mal, die Ebene darunter, also wo kriegen unsere Lieferanten ihre Steuerungskomponenten her, ihre Teile, da wird es sicherlich eine Schwierigkeit werden. Und das erfüllt mich eigentlich mit der größten Sorge. Es gibt halt gerade bei der Batterietechnologie in China eine Dynamik. Und das, wenn man die Presse verfolgt, Automobilindustrie,
ist ja jetzt massiver Druck auf das Herzstück der deutschen Industrie aus China. Und wir sehen das in unserer Industrie auch. Da passiert einfach viel, viel mehr, sodass wir aus unserer Sicht zumindest bei einigen dieser Komponenten auch noch mittelfristig auf Länder wie China angewiesen sein werden. Ist das gut oder schlecht? Das hängt ein bisschen von der geopolitischen Großlage ab, aber wenn Sie in bestimmten Feldern mitspielen wollen, sind Sie halt auch gezwungen, in bestimmten Märkten zu beschaffen. Und das bewegt uns natürlich schon. Was man aber auch sagen muss, und das jetzt in positiven Aspekt, wir vertreiben unsere Produkte natürlich weltweit. Indien, ein anderes Beispiel, hat für uns als Beschaffungsmarkt in der Vergangenheit eigentlich keine Rolle gespielt. Auch nicht als Absatzmarkt. Das Gute ist, gerade wenn man sich Indien anschaut, aber einige andere Regionen in Südostasien auch noch, da passiert so viel im Moment, dass das Land sowohl als Absatz als auch als Beschaffungsmarkt für uns deutlich stärker in den Fokus rückt. Und da kann ich, und das hoffen wir sehr stark, und da arbeiten wir auch dran, dass das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Also auf der einen Seite schauen, dass wir unsere Produkte viel stärker in den Markt dort platzieren, idealerweise auch lokal gefertigt. Auf der anderen Seite die Beschaffung aus diesem Markt, der sich dann ja natürlich auch entwickelt, auch ein Stück dorthin lenken. Also ja, ist ein Thema für uns, aber ich sag mal, da sind wir nicht extrem aktiv, schauen wir uns an, aber wir arbeiten an dem Thema. Lassen Sie uns zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft gucken, politisch und auch unternehmerisch. Sie haben ja eben gesagt, dass wir eigentlich nicht mehr viel Zeit haben als Deutschland, um wieder nach vorne zu kommen und attraktiver zu werden. Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten, was wären denn Ihre 3 wirtschaftspolitischen Wünsche, um genau das zu schaffen? Ja, die Fee. Also das Thema Entbürokratisierung, Geschwindigkeit und Qualität politischer Entscheidungen, das steht, glaube ich, ganz oben. Ich glaube, wir haben als Wirtschaftsunternehmen schon eine klare Vorstellung. Wir brauchen auch den Disput und die Diskussion über unsere Rolle in der Gesellschaft. Gerade wenn man das Thema Klima, das Thema Menschenrechte sieht, da haben wir eine Verantwortung als Unternehmen. Aber ich glaube, im Moment ist das Thema Verbieten statt gemeinsam nach Lösungen suchen irgendwo der Handlungsfokus der Politik. Und ich glaube, das müssen wir umkehren. Wir müssen einfach schauen, dass wir gemeinsam an kritischen Themen, Umweltschutz, Menschenrechte, Versorgungssicherheit, gemeinsam mit der Politik auf einer europäischen Ebene. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, wenn man sich die Zahlen anguckt. Europa hat irgendwie 440 Millionen Einwohner und 16 Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt. Die USA hat bei 338 Millionen Einwohnern 25 Billionen Bruttoinlandsprodukt. Also da haben wir auch noch als EU-Region deutliche Reserven. Und ich glaube, das müssen wir heben, gemeinsam in einer Diskussion, wo wir keine Planwirtschaft einführen, aber wo wir Spielregeln definieren und eine Unterstützung definieren, sodass die Wirtschaft sich in einem Rahmen, den wir gesellschaftlich adäquat halten, entfalten kann und ihren Job machen kann. Und das sehen wir halt als großen Unterschied zu vielen anderen Ländern, wo da deutlich genauer und zielgerichteter auch diese Themen bearbeitet werden. Und ich glaube, den Rahmen muss jede Region für sich selbst auch setzen. Also mit welchen Spielregeln wollen wir spielen? Aber die Spielregeln können halt nicht sein, wir verbieten alles und wir sorgen dafür, dass ihr noch 30 Leute einstellen müsst, um irgendwelche Formulare auszuführen, sondern wir definieren gemeinsam die Spielregeln, um einfach langfristig den Wohlstand in der Region zu sichern. Und ich glaube, dann reicht ein Wunsch, wenn wir da weiterkommen, und den Rest kriegen wir dann schon gemeinsam hin. Ist ja auch kein ganz kleiner Wunsch, aber vielleicht, wenn wir jetzt ganz zum Beispiel nochmal kurz unternehmerische Ebene und Lieferketten angucken, und den Blick mal Richtung 2035 richten, 10, 12 Jahre voraus. Wo, denken Sie, werden wir dann die größten Veränderungen bei den Lieferketten gesehen haben?
Wenn Sie mir die Frage beantworten, wie lange der Ukraine-Krieg dauert und ob China Taiwan angreift, dann nein, im Ernst. Ich glaube, es wird einerseits globaler werden, also zumindest aus Sicht meines Unternehmens, weil wir im Prinzip, und das muss man sagen, die letzten Jahre war schon sehr starker Fokus auf den Beschaffungsmarkt China. Wenn ich Low-Cost haben wollte, wenn ich Technologie haben wollte. Ich glaube, das wird sich aufweiten. Da wird man Friendshoring machen, Nearshoring machen. Indien rückt in den Fokus. Es gibt aber auch einige andere attraktive Länder, Malaysia, Nordamerika, mittel- und langfristig, weil die natürlich eine sehr starke Industriepolitik haben. Und da wird auch wieder eine Supply Base entstehen. Also es wird auf der einen Seite deutlich globaler werden. Auf der anderen Seite, glaube ich auch, wird man schauen, dass ich, um das Thema Liefersicherheiten zu kriegen, deutlich lokaler sourcen wird. Das hängt auf der einen Seite mit dem Thema Liefersicherheiten zusammen, auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Thema lokale Produktion, weil das sieht man halt schon, das, aus meiner Sicht entwickelt sich im Moment schon ein Stück weit das Thema Protektionismus in großen Regionen viel stärker als noch vor 2-3 Jahren. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man auch die nächsten Jahre noch viel stärker gezwungen wird, lokal zu fertigen, um lokal zu verkaufen. Das heißt, die Supply Chain wird noch deutlich komplexer werden. Und ich glaube, China wird weiterhin relevant sein, sicherlich nicht mehr in der Dimension wie heute, weil man einfach die Sourcing-Entscheidung deutlich kritischer betrachten wird. Und die Frage ist tatsächlich, wie schnell schaffen wir es, andere Regionen da eine Alternative aufzubauen? Und da hat Europa eine Chance. Da Indien arbeitet gerade sehr intensiv dran. Und ich glaube, das werden so die wesentlichen Veränderungen sein. Und was ich vorhin schon angesprochen hatte, bezüglich Transparenz, bezüglich Vorhersagegenauigkeit, das ganze Thema KI, Digitalisierung wird, glaube ich, nochmal ein anderes Niveau erreichen. Gut, dann vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gerne. Schönen Dank. Danke fürs Reinhören und dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine Bewertung da, gerne auch 5 Sterne. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht hinterlassen willst, mach das am besten über mein Profil auf LinkedIn. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche.